Hashtag Timlove. Timmenlove. Das ist mein Zuhause. Ich wohne hier. Ich bin hier groß geworden. Und die Luft bringt mich in meiner künstlerischen Freiheit einfach ständig weiter. Ja, das ist schon ganz toll hier. Und wenn das Herz so dran hängt, dass man dann sagt, Mensch, hier möchte ich später mal wohnen, hier möchte ich mal leben. Das hat schon was. Timmenlove bedeutet die Liebe zum Timmendorfer Strand. Timmenlove ist eigentlich, ja, Strandgefühl. Ist einfach die Sachen packen, zum Strand fahren, Spaß haben, baden gehen, Eis essen. Timmenlove ist das Gefühl der Liebe, am Meer zu sein. Das Wellen, Rauschen zu hören, die Möwen kreischen, das kenne ich ja alles nicht von mir. Kann man nur hier erleben. Timmenlove ist für mich jetzt seit heute ein Begriff dafür, dass Menschen gerne hierher kommen, nach Timmendorfer Strand, und einfach mal die Seele baumeln lassen. Timmenlove, das ist die Liebe zu Timmendorf. Das ist einfach das, was man genießen kann, das, was man kennt aus Timmendorf, das, was einem ins Herz geht. Es mag einfach nur der Spaziergang an der Promenade sein, einfach die Symbolik sehen, einfach die Restaurants, die man kennt, den Geschmack, den man hier hat, das Meer. Nur wenn man den Sand anfasst, verbindet das die Liebe. Timmendorf. Ja, als ich nach ein paar Tagen hier weggegangen bin und das Gefühl gehabt habe, mir geht es besser. Ja, dass es mir hier gut getan hat. Mein Lieblingsplatz ist hier definitiv der Strand. Am Strand sich natürlich sonnen, baden, wenn das Wetter dann mitspielt, aber auch einfach mit seinen Freunden ganz viel Spaß haben, Volleyball spielen und Musik hören bei Stars at the Beach. Timmenlove ist eigentlich auch endlich mal so ein Ausruf, auch wirklich mal in sich zu gehen und auch mal zu spüren, was eigentlich Liebe bedeutet. Ich finde das super, super toll. Das bedeutet nämlich nicht, irgendwelchen Mustern zu folgen, die dich lieben lassen. Weil Liebe ist nicht ein Besitzanspruch, sondern es ist Freiheit. Hashtag Timmenlove. Also damals, meine Eltern waren in so einer Kinderkrabbelgruppe und eine damalige Freundin von meiner Mama und ihre Tochter, die haben hier gewohnt in Nina von der Ostsee. Und naja, dieses Mädchen, was ich damals dann auch kennengelernt habe, als ich klein war, mit einem Jahr, habe ich mittlerweile geheiratet und bin mittlerweile auch ein Jahr mit ihr verheiratet. Genau. Ich habe hier am Timmendorfer Strand gearbeitet, das war mein erster richtiger Job, und ich habe mich sofort in diesen Ort verliebt. Und es ist einfach nur toll, dass ich hier so viel Fuß gefasst habe und so viele Leute kennenlernen durfte. Ja, wir sehen uns. Wir machen uns bereit, lass uns an den Strand, Hand in Hand gehen.